Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Rolex oder Pornobart. Also ich weiß nicht, jeder hat irgendwie so einen kleinen Traum, sag ich mal. Mein Traum war es von, glaube Anfang an irgendwie, ich komme aus dem Hip-Hop, ne? Schmuck und so weiter ist geil, aber ich bin ein sehr geiziger Mensch und ein sehr sparsamer Mensch, deswegen würde ich mir, glaube ich, nie einfach so irgendwie sowas wie eine Rolex kaufen, aber ich dachte mir so als, als Format oder als Spiel, dann könnte ich das vielleicht machen. Kurz zur Erklärung, es geht darum, wenn ich 10 Fragen zum Thema Musik richtig beantworte, dann darf ich mir eine Rolex gönnen, aber nicht auf Flexer-Ebene, sondern einfach nur, weil es ein Traum ist. Und wenn ich falsch liege, ja, dann bekomme ich einen Pornobart. Einen richtig schönen Pornobalken. Und ja, darum geht's heute. Jerome ist hinter der Kamera und hat 10 Fragen vorbereitet. Ihr dürft in den Kommentaren entscheiden, falls ich dieses hier verlieren sollte, was natürlich unmöglich ist, was ich als nächstes gegen die Rolex setzen soll. Ne? Also, wir haben schon ekelhafte Sachen uns vorgestellt. Boah, Junge. Boah. Nein, ihr entscheidet das in den Kommentaren. Ich würde sagen, scheiße, Alter, ich will die Uhr. Let's go. So, erste Frage. Wie viele Einheiten hat Bushido insgesamt mit seinen 12 Alben verkauft? In Millionen. Du willst nicht, dass ich gewinne, ne? Alter, es fängt jetzt schon so an, Alter. 2,4 Millionen. Mit allen Tonträgern, die er hat. 12 Alben. Falsch. Der hat mehr verkauft. Der hat weniger verkauft. Was? 1,4 Millionen. Ernsthaft? Ja. Ist ja egal, ne? Hauptsache, ich habe ja falsch gesagt, ne? Also, ein Punkt für mich. Okay, ja gut, ich habe es falsch gewusst, aber ich habe gewusst, dass es nicht richtig ist, weil ich kenne dein Pokerface. Oh, ich gucke einfach weg. Okay. Okay, Frage Nummer 2. So, geht jetzt um den Newcomer 2019 international. War es Billie Eilish oder Vincent Weiss? Wer war der Top-Newcomer 2019? Billie Eilish. 2-0. 2 Punkte Richtung Roli. Scheiße. Ich weiß, du gönnst sie mir nicht, aber du gönnst mir den Pornobart. Okay, let's go. Auf welchem Chartplatz ist Kollega damals mit dem Album Boss Aura gechartet? 4 oder 5? 4. Falsch. Platz 5. Ja, ich hab so keine Ahnung von sowas, ne? Echt? Auf 5 waren wir? 2-1. Scheiße. Okay, wie viele Alben hat Tupac Shakur insgesamt verkauft? Mehr als 75 Millionen oder weniger? Was ist denn daran richtig oder falsch, Alter? Sag mir eine Zahl. Da muss ich schon mal überlegen. Scheiße. Ihr seht, Vorbereitung ist alles, weil er gönnt einfach nicht. Deswegen will er einfach mich komplett unsicher machen. Okay, dann sage ich das mal so. Hat Tupac Shakur 75 Millionen Einheiten weltweit verkauft. 75 Millionen, ein Bushido hat, Tonträger. Das war ja eine Zeit, wo es kein, noch, sag ich mal, anfangs keine Streams und so weiter gab. 75 Millionen Tonträger. Falsch. Das ist richtig. Fuck, echt jetzt? 75 Millionen. 75 Millionen Tonträger. Krass. Boah, holy shit. Okay, 2-2. Lernen wir wieder was dazu. Allgemeinbildung. Hatte Luciano damals seinen Durchbruch mit dem Lied Jag die Mio? Nein. Doch. Digga, das ist doch voll neu. War das nicht voll neu, das Lied? Das war sein Durchbruch? Mhm. Ja, 3-2 für den Pornobart. Scheiße, Alter. In dem relativ aktuellen Video von 18 Karat mit Fast Money Fast Life 3.0 waren ja mehrere Autos im Hintergrund im Video. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. War es ein Audi RS6? Chance, ne? Ja. Falsch. Leck mich. Waren mehrere Lamborghinis. Scheiße, Alter. Ernsthaft jetzt? Mhm. Was fragst du mich denn so? Hättest du auch fragen können, hatte er ein rotes T-Shirt an? Ja, okay, ja, selbst das hätte man... 4-2 für Pornobart. Ich raste aus, Alter. Jan Böhmermann hat ja damals mit seinem Pseudonym Polizistensohn den Song Ich hab Polizei rausgebracht. Ja. Wurde dieser Song 2014 veröffentlicht? Nein, das war später. 2015. Boah! 3-4. 3-3.
Der war mies, Alter. Ich hätte sogar noch später gesagt. Ich hätte 2016 vielleicht gesagt. Hat der Rapper Snoop Dogg jemals in seinem Leben ein Gospel-Album rausgebracht? Komplett Gospel. Also es wird als Gospel-Album deklariert, ja. So auf Wikipedia und so weiter. Ja. 4-4. 4-4. Es könnte noch ein Unentschieden werden und dann müssen wir mal gucken, Alter. Die ist eigentlich zu einfach, scheiße. Zu einfach? Ja, guck mal, wie er dich gönnt, ne? Wie er einfach nicht gönnt. Der Name Bushido bedeutet ja Weg des Kriegers. Ist das chinesisch? Ja oder nein? Nein, ist japanisch. Ich war zu einfach. Digga, die war wirklich einfach, Alter. Die war wirklich chinesisch. Nein, das ist japanisch. So Samurai, oder? So. Ja. Aus dem Zeugs. 5-4. Wenn ich jetzt noch einen Punkt mache, dann. Okay, das erste Capital Bra Album Kuckuck Bra kam 2015 raus. Kuckuck Bra. Digga, 2015. Ja. Ja, vorhin mit 2016 lag ich ja schon mal ganz okay. 2015 ist richtig. Ist richtig, ganz klar, ist richtig. Klar, der Bra macht mindestens schon seit 4 Jahren seine Top-Alben. 16. Ernsthaft jetzt? Ja. Das war so knapp. Aber es war ein Punkt. Ist echt knapp, am 29. Januar 2016. Alter, sogar noch 29 Tage zu spät, das war alles. Gut, dann haben wir jetzt 5-5 und wir machen eine Schätzfrage, die, denke ich mal, dann entscheidet, was ich darf. Scheiße, Alter. Tick, tock, tick, tock. Ihr wisst, Leute, ne? Ein Bart macht den Mann und nicht der Mann macht den Bart, ne? Also von daher, Leute, das ist gerade ein Opfer, ja? Das ist ein Opfer, aber dafür, also das muss man einfach setzen. Okay, jetzt zu der Schätzfrage. Dieter Bohlen hat ja für DSDS die All-Stars-CD den Song We Have a Dream produziert. We have a dream, music is alive. Jetzt will ich von dir wissen, wie viele Einheiten wurden davon verkauft? Du musst die richtige 100.000er-Stelle treffen. Die richtige 100.000er-Stelle. Richtig. Boah, das war eine goldene Zeit. Da hat jeder noch DSDS geguckt, das weiß ich noch. Also ich bin der Meinung, es war 1.325.630. Leider falsch. 810.000 verkaufte Einheiten. Digga, wie soll man das denn auch schaffen? Hätte mal wissen können. Du als alter DSDS-Gucker. Jetzt bereue ich es ein bisschen. Leck mich am Arsch. Ja, scheiße, das war's dann mit der Rolex. Abfahrt. Ach du Scheiße, Mann, ich will das gar nicht mehr. Ich will das jetzt wirklich nicht mehr. So, Freunde, ich bin jetzt bei Gino hier in seinem Barbershop. Und ja, Wettschulden sind halt nun mal Ehrenschulden. Und jetzt Pornobart. Let's go. Alles weg, ja? Ja, ja. Problem. Ja. Scheiße. Ja, das ist gut. Verstehst du? Ja. Normalerweise alle Welt. Und mit Messer, ja, rasieren. Ja, normalerweise nicht rasieren. Mach ganz weg. Ja. Leck mich, Alter, leck mich. Direkt 50 Jahre älter. Scheiße, Alter. Ich geh mit dir drin. Scheiße. So. Wettschulden sind eingelöst. Ich finde, ich sehe so ein bisschen aus wie aus hier. Kennst du noch Sugar von Robin Schulz? Dieser Polizist, der da so rumfährt. Auf jeden Fall, ja, ihr wisst, ich löse den Scheiß ein. Ihr dürft hier oben jetzt entscheiden, wie lange ich das Ding tragen soll. Also entweder mache ich es heute Abend wieder weg. Oder in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Und Beispiele. Ich will endlich die Rolex, aber bitte irgendwie, dass ich gewinnen kann. Irgendeine Scheiße, Alter. In dem Sinne, macht es gut. Tschüss.